Ja, hallihallo, ihr Lieben, es geht los. Ja, und heute erzähle ich wieder einen Erlebnisbericht zum Thema: Wie kann dich mein Meditationskonzept und psychologisches Coaching dabei unterstützen, wenn du gerne abnehmen möchtest? Oder anders formuliert: Was kann Meditation, wenn du zum Beispiel, stell dir vor, immer wieder nach dem Abnehmen in eine Kondition verfällst, dass du wieder zunimmst. Also sogenannter Jojo-Effekt. Ja? Oder stell dir vor, du nimmst ab und ab einem gewissen Punkt bleibt dein Gewicht stehen und es geht einfach nichts mehr weiter runter. Und du warst vielleicht beim Arzt, du hast dich untersuchen lassen. Der Arzt sagt dir, er findet nichts, also was diese Abnahme behindern kann. Dein Ernährungskonzept wird vielleicht von einem Ernährungsberater betreut, du hast vielleicht auch einen Fitnesscoach und jetzt hast du über schon verschiedene Wochen dieses selbe Gewicht und es geht einfach nichts mehr runter. Und wir reden nicht von einem Idealgewicht oder wir reden auch nicht von einem Gewicht, wo du dich schon mit wohlfühlst, sondern du hast das Ziel, du würdest gern noch 15 bis 20 Kilo abnehmen. Ja. So. Und jetzt hast du mich gefunden, weil du gehört hast, dass ich Meditationsreisen mache. Und dass man in diesen Meditationsreisen etwas sehr Spezielles über sich erfahren kann. Was zum Beispiel der Grund sein könnte, warum dieses Gewicht schlicht und ergreifend stehen bleibt. Okay. Was machen wir also? Wir definieren als allererstes dein Anliegen. In diesem Fall möchtest du ja dann herausfinden, was kann denn da passiert sein. Okay. Und jetzt stell dir vor, wir reisen also mit dem Fokus und diesem Anliegen in der Meditation, in einer Art Fantasiereise, in einem sehr ruhigen autogenen Training, in das Erlebnis oder die Konditionierung aus deinem Leben, entweder aus deiner Kindheit oder einfach aus bereits vorhandenen Erlebnissen. Denn es muss nicht immer die Kindheit sein. Manchmal ist es auch eine Konditionierung, die einfach so passiert, wenn du erwachsen bist und dich hat irgendeine Erfahrung im Leben verletzt oder einfach verändert oder so gravierend verändert, dass du dann später zum Beispiel an solche Punkte kommst, wo es für dich nicht weiter in diesen Abnehmfluss geht. Ja? So, also wir reisen in diesem Fokus, in der Meditation, in diesem Konzept, auf der Suche nach einer Antwort los. So. Und jetzt stell dir in diesem Fall vor, es ist etwas ganz Natürliches, nämlich wir sehen, dass du Tochter einer Familie bist, in der es noch weitere 5 Brüder gibt. So. Und du siehst, dass diese Brüder sehr viel Gemeinsamkeiten haben oder sehr viel gemeinsame Dinge zusammentun. Und ich frage dich dann, wie fühlst du dich denn damit? Und dann sagst du mir, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich gehöre nicht dazu. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich wollte so sein wie die. Okay. Und du fühlst dich auch in dem Moment, wie du dich damals als Mädchen immer gefühlt hast. Und solche Themen wie zum Beispiel Figur, Attraktivität, Weiblichkeit, kristallisiert sich dann heraus, dass das für dich nicht so wichtig war.
wichtiger wäre für dich gewesen, diese Anerkennung gesehen zu werden. Ne? Ja. Bingo. Und da haben wir dein Thema gefunden. Und diese Konditionierung hast du mitgenommen bis ins heutige Leben. Und sie ist eigentlich etwas sehr Einfaches, was man da erlernt hat. Ne? Und sie ist aber der Grund, warum du deine Figur immer nicht so wichtig nehmen kannst, nicht an erste Stelle nehmen kannst, warum du zwischendurch immer das Gefühl hast, du musst andere Dinge tun, um in deiner entweder Ursprungsfamilie oder in der heutigen Familie einfach gesehen zu werden. Ja? Das kann sein, dass du auch einen Beruf gewählt hast, der so mehr in so eine junge Richtung geht. Ja, oder dass es dir leichter fällt, vielleicht sogar Holz zu hacken, statt solche Attribute, die man eher mit einem Mädchen in Verbindung bringt. Ja, und das müssen wir dann halt erfragen und weiter gucken. Ne? Aber das könnte der Aha-Effekt sein, in dem Moment, den du brauchst, warum du dann auf einmal sagen kannst, ja, und jetzt? Jetzt bin ich ja schon 25 Jahre älter. Jetzt hätte ich gerne meine weibliche Figur und jetzt würde ich gerne mal Kleider tragen und so kann man die Gefühle, die man von damals dann sieht, zum Beispiel wandeln. Ja. Das ist zum Beispiel ein Grund, der sein kann, wenn man abnehmen möchte und nicht weiß, warum das Gewicht dann stagniert. Und dann auf einmal sieht man, aha, meine Energie ist eigentlich dahin geflossen, eben diese Anerkennung zu bekommen. Ja, das heißt, man holt sich jetzt die Energie zurück. Und wie wird das dann machen? Das arbeite ich dann mit dir aus. Da hilft mir dann meine Ausbildung zum psychologischen Coach im Anschluss. Ja, und weil es einen Haufen Themen gibt, die dazu führen können, dass man sein Idealgewicht nicht leben kann, halten kann, habe ich jetzt ein Seminar, ein Online-Seminar dafür konzipiert, nachdem wir mal einen Intensivkurs hier in Hessen durchgeführt haben. Und dieses Online-Seminar biete ich jetzt über 12 Wochen an. Ja, und wir treffen uns einmal in der Woche zu einem festen Termin. Entweder per Telefon und E-Mail oder hier bei mir in der Praxis. Und dieses Konzept führt dich über verschiedene Meditationsreisen und andere kreative Bausteine ein Stück des Weges. Und wir können in dieser Zeit herausfinden, warum es dir zum einen vielleicht schwer gefallen ist, vorher ein Gewicht zu halten. Oder ich unterstütze dich einfach nur mental, mache dich an dem Punkt mental stark, dass du diesen Weg durchhältst und dass du sagst, ja, in 12 Wochen bin ich an dem Punkt, wo ich eine Regelmäßigkeit habe, wo ich mein Ziel nicht mehr aus den Augen verliere, wo ich vielleicht Blockaden gefunden habe, die mich davon abgehalten haben. Ja, und Näheres dazu gibt es auf meiner Webseite. Und dieser kleine Erlebnisbericht, der war es für heute dann schon. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch einfach mal über das Seminar, über diesen Online-Workshop informiert. Ja.
Oder aber wenn ihr jetzt da draußen sagt, nee, das ist nicht mein Thema, ich habe was ganz anderes, ja, dann greift zum Telefon, ruf mich an. Wir beide gucken, ob wir eine Chemie haben, ob du mir vertrauen kannst. Und egal welches Thema du hast, können wir dann in Angriff nehmen und losreisen. Ich bin die Heike, der Delfin-Coach. Und ich bedanke mich wie immer bei allen Menschen, die jetzt schon sehr regelmäßig jeden Freitag meine Videos schauen. Ich freue mich sehr darüber. Und auch über die E-Mails, die dann im Anschluss kommen und oder Anrufe, die ich dann bekomme. Sehr schön. Ja. Und für heute wünsche ich euch noch einen sehr schönen Tag. Und sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye.